Herr Grieser, meine Freunde, ihr wollt ein neues Intro sehen? Da muss der Hermann jetzt in den Pool reingehen! Oh mein Gott! Nein! Ja! Oh mein Gott! Geil! Hey! Es ist Zeit zum Imkern! Ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich das jetzt schon gemacht habe. Also, nochmal. Ich stelle jetzt das da rein, meistens so gefühlt die 30 Sekunden. Ich könnte es dann, glaube ich, schon raus tun. Wenn die mal warm bin, dann geht es ein bisschen schneller. Und der Werner macht es anders. Und zwar hat der seine Gläser im Heizraum stehen. Und wenn die dann im Heizraum stehen, sind die von sich aus schon warm. Das ist eine schlechte Einstellung. Das ist alles nichts, Leute. Das kannst du vergessen. Wie kann ich das jetzt machen, dass das wieder so halbwegs passt? Also ihr seht schon mal, heute wird nichts mäßig geschnitten. So. Und dann haut es bei dem auch wesentlich besser hin. Dann habt ihr das Glasproblem nicht. Und wie gesagt, wenn ihr kalte Gläser habt, dann zieht euch da eben den cremigen Honig weg. Und mit der Mikrowelle verhindert ihr das. Da habt ihr dann warme Gläser. Das ist der einzige Grund, warum ich eine Mikrowelle brauche. Und nicht um den Honig dann hier in der Mikrowelle aufzuwärmen. So. Und ich fasse da meistens immer noch mal unten hin. Und unten, da ist es schon gut warm. Und oben ist es handwarm. Das ist quasi oben schon wieder zu kalt und unten wird es schon wieder zu warm. So, dann schaltet ihr eure Waage ein. Füllt dann natürlich eure dementsprechenden 500 Gramm ab. Ihr hört es, das läuft. Dann hau ich mich da hin mit meinem schönen Doppelkinn. Und wenn der Honig natürlich schön rausläuft, wenn er flüssiger ist, dann haut es hin. Je flüssiger der Honig, desto weniger habt ihr auch das Problem, dass der euch an die Wand, wie soll ich sagen, dass der sich besser an die Wand anschmiegt, dass er da nicht weggeht. Wie gesagt, der Honig sollte flüssiger sein und das Glas von der Temperatur her, so passt es. Ja, was fällt mir sonst noch ein zum Quatschen? Natürlich gibt es da auch dementsprechende Abfüllmaschinen. Der Werner hat auch eins, aber das habe ich euch schon gezeigt. Unser, wie heißt der wieder, Brot? Bernders Brot. Der hat noch ein größeres Teil sich angeschafft. Ja. Und wie gesagt, wenn jetzt die vier Gläser voll sind, höre ich jetzt mal das Quatschen auf, dann könnt ihr so wenig zuschauen, machen wir einen Vorspieler. Und wie gesagt, jetzt kannst du so in der Zeit hinarbeiten, wenn ich jetzt die vier Gläser voll habe. Ja, es ist noch nicht so weit. Entweder muss ich dann eben von der Schnelligkeit her die Mikro ein wenig wärmer stellen oder halt da ein wenig langsamer arbeiten. Ja, das ist eigentlich im Großen die ganze Aktion gewesen, warum ich eine Mikrowelle brauche. Dann füllen wir mal ab. Ist eigentlich keine Kunst, kennt ihr natürlich auch. Und dann einfach noch Deckel drauf schrauben und dann ist das ganze Zeug fertig. So schaut er jetzt im abgefüllten Zustand aus. So soll er auch ausschauen. Er hat es jetzt noch nicht weiter weggelöst vom Glas. Was er noch beachten müsste, aber das werdet ihr ja selber wissen. Wenn er zu zähflüssig ist, dann bilden sich oben im Honig die Luftbläschen. Die steigen von unten auf und die bleiben dann in Honig drin. Das schaut dann aus wie so Kraterlandschaft. Wollen die Leute auch nicht. Die haben dann gesagt, ja, der Honig, der gärt. Ja, wenn es meinen, dann isst ihn halt dann selber, gibst dir ein neues Glas und beim nächsten Mal batzt halt noch eine Stunde, bis er flüssiger ist. Dann schauen wir natürlich wieder einen Tag drauf. Nein, wie es ausschaut. Den lasse ich jetzt noch gar reinlaufen. Ich gehe jetzt auf zum Abendessen. Solltet ihr natürlich so nicht über Nacht stehen lassen, den Honig. Eigenbedarf kein Problem.
Ansonsten kann er euch wirklich umkippen, als gern anfangen, also zumindest da jetzt im tiefen Keller von mir. Das ist nicht schön, dann könnt ihr den ganzen Honig wegschmeißen und natürlich gehört das ganze Zeug dann nochmal geputzt. Das heißt, wir schauen jetzt dann noch einmal, das können wir ja, naja, das, ihr seht ja dasselbe, wie der, das ist ein wenig schlecht jetzt, wie der Honig da hin und her läppert. Der soll jetzt dann natürlich fest werden, aber wie gesagt, machen wir morgen noch eine Einstellung, wie es jetzt dann in 20 Stunden ausschaut. Hier hinten habe ich jetzt noch einmal einen zusätzlichen Keil reingemacht, dass der Eimer noch ein bisschen steiler steht, dass der Honig besser ablaufen kann. Dann sag ich mal, bis zur nächsten Einstellung. Bleibt dran. Bis dann. Grüße euch, meine Freunde. Es ist schon wieder 2 Tage her. Oder sogar 3. Egal. Der neue Honig gehört abgefüllt. Ich habe da schon mal aufgeschraubt, habe reingeschaut. Das heißt, jetzt ist er fest, jetzt ist er cremig, sollte man eigentlich mal schauen. Löffel habe ich keinen da. Verdammt. Das können wir ja dann oben noch mal machen, in ein paar Tage später. Ist ja egal. Jetzt wird er dann weggeräumt. Und wie ihr das sehen könnt, ist jetzt da am Honig nichts dran. Besser gesagt, das Glas hat sich nicht abgezogen. Das heißt, die Temperatur vom Glas war richtig, war in Ordnung. Und wenn es eben nicht passt, dann werdet ihr eben hier bestraft. Dann sage ich mal da noch einen kurzen Schnitt bis zur Honigprobe. Jo, guten Morgen meine Spotsfreunde. In der Früh bin ich immer ein bisschen vor dem Frühstück unleidlich. Also hier haben wir unseren, ich müsste die Kehle erstmal ein bisschen schmieren, unseren abgefüllten, ja Sonnenschein rein, cremigen Honig. Und jetzt wollte ich euch das ja nochmal zeigen. Nehmen wir da jetzt einen Löffel, eigentlich will ich hier ein Messer nehmen. Den könnt ihr jetzt da wirklich so schön reindrücken. Könntest du mal hier diese Kameraeinstellung halten. Ja, ah, das ist schön. Wir haben einen Kamerahalter. Flexibel, motiviert und ohne Kopfschmerzen. Mhm. So, und dann kann man den hier so drehen. Und soweit ich weiß, müsste der Honig jetzt eine gewisse Zeit so bleiben, dass er eine Goldprämierung bekommt. Hat mich bis jetzt noch nie interessiert. Also der geht jetzt wirklich schön zum Rausstreichen, zum Rausstechen. Also da ist, ne? Also da bricht nichts. Und ich habe jetzt, wie ihr gesehen habt, auch nicht wirklich eine großartige Behandlung gemacht, sondern einmal in der Maschine gerührt. Da gehe ich jetzt schon runter mit einer Zeit von 2 Stunden auf 40 Minuten. Abfüllen den im Eimer. Und dann jetzt noch einmal abfüllen, einmal mit dem Kneteisen, sage ich jetzt einmal durch. Und dann ist das erledigt. Ja, und dann kommt es aufs Brot, wo es hingehört. Und dann sage ich einmal, bis zur nächsten Einstellung, einen guten Appetit. Vergiss die Kommentare nicht, vergiss das Like nicht oder Daumen hoch oder wie die anderen immer so alles sagen. Und dann sage ich einmal, gut Aufstrich und bis zum nächsten Mal. Servus.